Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Hier geht es um reale Geschichten von inspirierenden Persönlichkeiten. Die Welt verändert sich. Inspirationen sind überall, genauso wie Geschichten. Es war noch nie so einfach, sich zu vernetzen und seine Geschichte zu teilen. Little Talks vermitteln 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen, zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Das ist Little Talks. Mein Name ist Robert Bacher. Und mein heutiger Gast ist Florian Meierhofer. Und er war ja auch einmal bereits zu Gast, und zwar kurz vor dem Lockdown. Das war die Folge 17. Das war ungefähr Februar 2020. Und da geht auch schon wieder das Telefon beim Florian, denn er ist aktuell viel beschäftigt. Denn es gibt viele Neuigkeiten, was in den letzten 2 Jahren bei ihm passiert ist. Und ich bin jetzt gespannt, was er alles zu sagen hat und was es alles Neues über ihn und über Unbound zu sagen gibt. Hallo Florian. Servus, Christi, danke, dass ich wieder dabei sein darf. Jetzt muss ich gerade schnell mein Telefon leise schalten. Weil sonst geht's noch öfter. Weil sonst wird es noch öfter abgehen. Genau. Florian, was bedeutet es, Unternehmer zu sein? Also ihr habt ja 2017 gestartet mit Unbound. So, jetzt kann man so wirklich retroperspektiv ziemlich viel mal betrachten. Was bedeutet es, Unternehmer zu sein? Ja, danke für die Frage. Also es ist, ich antworte jetzt wahrscheinlich komplett anders, wie vor 2 Jahren geantwortet hätte. Wir sind natürlich reingestartet mit einem richtig geilen Spirit. Wir waren extrem schnell am Wachsen und es hat sich alles perfekt entwickelt eigentlich. Und dann kommt die Corona-Pandemie dazu. Und genau in einer Phase, wo wir eigentlich gerade so weit aufgestellt sind, dass wir jetzt eigentlich so richtig wachsen können und loslegen können. Und dann kriegt man halt einmal so richtig am Hammer am Kopf, und es wird einmal alles auf Null gefahren, und dann muss man schauen, wie man mit so einer Krise, wo kein Mensch auf der Welt weiß, wie man damit zurechtkommen soll, als junger Unternehmer. Natürlich hat man die Erfahrung mit Krisen überhaupt noch nicht, weil man natürlich erst im Aufbau ist, und dann kommt gleich so eine Krise daher. Das war natürlich dann schon ganz hart. Also man lernt auf jeden Fall viel. Wie bist du beim ersten Mal, beim ersten Lockdown damit umgegangen und wie dann auch bei dem nächsten? Also hast du irgendetwas im ersten Lockdown gelernt, wo du sagen hast können, okay, das wende ich auf den zweiten und dritten an, oder was hast du so gelernt in dieser Krisenzeit? Also wie bist du damit umgegangen? Was sind so die Key Learnings? Also, und wie hast du das auch dem Team vermittelt? Also das ist ja auch irgendetwas, was man beachten muss. So wie man sich selbst fühlt, ist eine Sache. Wie sich das Team fühlt, ist eine andere Sache. Weil die wollen ja auch irgendwie Sicherheit in unsicheren Zeiten. Mhm, genau, also da muss man vielleicht kurz das Rahmenbedingungen verstehen. Wir haben damals ganz viele Gespräche geführt im ersten Lockdown. Innerhalb kürzester Zeit ist ja alles sehr schnell gegangen. Wir haben auch ganz viel in der Werkstätte Wattens, die anderen Startups. Wir haben einen ganz guten Kontakt gehabt, wir haben sehr viel geredet. Wir haben gemeinsam überlegt, was jetzt die beste Lösung ist. Und wir haben uns dann für unseren Fall entschieden. Wir nehmen die Flucht nach vorne an. Wir geben noch mehr Gas, wir versuchen uns richtig aufzustellen, richtig aufzubauen, damit wir dann nach den Lockdowns einfach nochmal besser, nochmal schneller durchstarten können. Wir haben dann uns entschieden, an der Basis viel zu arbeiten, nochmal an der Marke, am Branding, an der Herangehensweise, was die Nachhaltigkeit betrifft und die Zurückverfolgbarkeit zu den Farmen und so weiter, und haben da ganz viel geschaffen, was wir sonst wahrscheinlich vielleicht gar nicht machen hätten können, weil wir die Zeit nicht gehabt hätten. Das war jetzt einmal der positive Teil. Diese Herangehensweise, weil du das Team angesprochen hast, ist natürlich dann, führt zu dem, dass das Team eigentlich extrem motiviert bleibt. Wir waren alle Vollgas motiviert, wir haben gesagt, passt, wir schaffen das gemeinsam. Jeder ist hinter uns gestanden und jeder hat richtig Vollgas gegeben und seinen Teil dazu beigetragen. Und da muss ich auch nochmal sagen, also danke an das geile Team, dass die das halt bis jetzt durchgezogen haben. Dann im zweiten Lockdown und im zweiten Lockdown war dann eigentlich dasselbe Thema. Wir haben gesagt, passt, wir ziehen das Vollgas durch. Es hat dann geheißen, dass im Jänner wieder die Gastronomie aufgeht. Wir haben extra 2 Verkäufer angestellt nochmal. Also wir haben das Team eigentlich aufgestockt während der Pandemiezeit und wollten wirklich top vorbereitet sein, wenn es dann losgeht im Jänner. Und dann hat die Pandemie, hat der Lockdown damals, der dritte Lockdown bis Mai gedauert. Und das war was, wo das hat uns fast das Knack gebrochen eigentlich. Da haben wir dann extreme Kosten gehabt. Wir haben Umsätze schon generieren können, und zwar annähernd so viel wie 2019, aber nur mit einem extremen Einsatz vom Team und von uns allen. Und das hätten wir so nicht schaffen können.
Das Problem war halt da dann wieder, dass, also im Nachhinein gesehen, was die Förderungen angeht, dann war das wahrscheinlich die falsche Entscheidung, weil wir dadurch aus allen Fördertöpfen rausgefallen sind. Die Förderungen sind immer bezogen auf das Jahr 2019, auf die Umsätze. Wir haben keinen Umsatzverlust nachweisen können somit, weil wir uns den Arsch aufgerissen haben, wie gesagt. Und mit dem dreifach so großen Team und den dreifachen Kosten im Endeffekt gerade und gerade den Umsatz zusammengebracht haben wie 2019. Aber die Förderstellen, wie gesagt, die schauen nur auf die Umsätze. Und das war dann schon sehr, sehr hart. Mit dem haben wir jetzt im Sommer, sind wir wieder sehr, sehr gut eingestiegen in das Ganze. Wir sind extrem gewachsen, wir haben super Umsätze gehabt, dann jetzt auch im Herbst. Auch deswegen, weil wir eben so Gas gegeben haben während den Lockdowns. Aber wir haben nur sehr an den ersten drei Lockdowns zu kämpfen gehabt, bis zum Schluss jetzt. Und jetzt kommt halt wieder Lockdown und das ist, ja, dann schwierig. Würdest du rückblickend betrachtet etwas anders machen? Oder sagst du, okay, wenn jetzt nochmals die ganzen Entscheidungen treffen könnte, also würdest du dann nochmals zwei Verkäufer einstellen im Jänner oder was würdest du jetzt tun mit dem Wissensstand von heute? Also natürlich rückblickend betrachtet ist es immer leichter, das Buch irgendwie neu zu schreiben. Aber ich glaube, dass das ja irgendwie so ja total spannende Punkte sind. Also was würde man jetzt anders machen? Also was lernt man daraus? Und ja, was hast du jetzt daraus gelernt? Also ist es vielleicht doch nicht irgendwie so zum einen sich verlassen auf Dinge, was die Politik sagt vielleicht? Oder was würdest du anders machen? Also Also vielleicht stelle ich die Frage dann im dritten Podcast nochmal. Das werden wir wahrscheinlich erst sinnvoll in 3 Jahren beantworten können. Wenn wir es durchgestanden haben und wenn wir das alles geschafft haben, dann war es definitiv die genau richtige Entscheidung. Natürlich haben wir einzelne kleinere Fehler gemacht. Wir hätten die Verkäufe vielleicht dann erst im März, April anstellen sollen, wenn wir es gewusst hätten. Also da einfach ein bisschen skeptischer drauf schauen, was die Politik sagt, hätte Sinn gemacht. Ein bisschen weniger naiv in das Ganze reingehen, ein bisschen weniger auf Vollgas. Wäre vielleicht gut gewesen, aber wie gesagt, also in 3 Jahren fragst du mir das bitte nochmal, weil wie gesagt, wenn wir es überstanden haben, dann geht es jetzt dann richtig ab. Also dann werden wir davon profitieren, von dieser Strategie, weil alle anderen, die jetzt im Endeffekt nichts gemacht haben, die haben vielleicht Förderungen gekriegt, aber die haben sich nicht so weiterentwickelt wie wir. Und ich bin immer noch positiv gestellt. Ich muss sagen, die letzten 3 Wochen haben mich wirklich ein bisschen zermürbt, da war ich kurz davor zu sagen, jetzt das macht alles keinen Sinn, aber jetzt sind wir schon wieder so weit, dass wir sagen, das war wahrscheinlich insgesamt die richtige Entscheidung. Es ist nur einfach viel, viel härter, da durchzubeißen und das durchzustehen einfach. Ja. War das zum ersten Mal der Moment, wo du gesagt hast, okay, das macht alles keinen Sinn? Oder hat es das jetzt schon öfter gegeben? Also, weil das ist ja auch etwas, oder was strahlt man nach außen aus? Und wenn man irgendwie so, und wie bist du aus dem Loch da rausgekommen? Weil das ist ja so, das eine ist irgendwie zu sagen, ey, was zum Geier mache ich da? Und das andere ist irgendwie, sich da irgendwie wieder rauszukämpfen und zu sagen, okay, na, ich gehe es trotzdem weiterhin an und ich suche irgendwie Lösungen. Also das sind ja zwei spannende Aspekte. Und vor allem ist das während dieser, ja, wir haben ja, wie gesagt, das letzte Mal vor 2 Jahren gesprochen, ist das jetzt öfter aufgetreten, dass du gesagt hast, okay, boah, ich lass es und das sind immer wieder so Up and Downs oder ist halt jetzt wirklich so, vor kurzem jetzt einfach nochmal so wirklich der Schlag ins Gesicht gekommen, wo du gesagt hast, okay, jetzt, ich mag einfach nicht mehr. Also Up and Downs gibt es immer natürlich. Das lernt man schon, das habe ich damals im Leistungssport auch gelernt. Man muss sich in gewissen Phasen einfach durchkämpfen, durchbeißen, aber wenn man nicht mehr kann, geht es trotzdem noch weiter und es gibt immer Lösungen. Und einer meiner Key Learnings vom Unternehmertum ist eigentlich, als Unternehmer, du bist Problemlöser. Du bist permanent nur dabei, Probleme zu lösen und in den Griff zu kriegen. Wenn man das mal verstanden hat, dann funktioniert das generell eigentlich ganz gut. Und das hat uns auch sehr gut über die Zeit eigentlich gerettet. Die grundpositive Grundeinstellung sozusagen und auch das Team einfach, das hinter dir steht und natürlich auch die positive Rückmeldung, die man kriegt einfach von den Kunden, von Partnern, von Freunden und so weiter. Das, die motivieren die einfach, weil sie einfach immer sagen, hey, das, was wir machen, ist was Cooles. Das ist was Richtiges und das geht in die richtige Richtung. Und so hat es eigentlich jetzt nie eine lange Phase gegeben, wo ich wirklich gesagt habe, das interessiert mich nicht mehr. Das waren vielleicht einzelne, vielleicht Stunden, Minuten, aber jetzt wirklich nicht was, wo man sich Sorgen machen muss. Also da ist das Motivationslevel immer sehr hoch geblieben. Die letzten 3 Wochen war dann ein ganz anderes Thema, weil das war dann wirklich so, wir haben es eigentlich die letzten Lockdowns noch nicht überstanden gehabt. Und dann kommt jetzt wieder ein Lockdown und
bei dem ganzen Thema Impfen, Nicht-Impfen, Politik, was sie alles verschissen haben, das hat dann einfach so frustriert, weil ich einfach der Meinung bin, es wäre vermeidbar gewesen und am Ende sind wir wieder die draufzahlen müssen, mit vielen anderen natürlich, aber ganz viele in der Gesellschaft, glaube ich, zahlen gar nicht drauf. Die merken das gar nicht so richtig, die tut der Lockdown nichts, Mai, Kurzarbeit ist für viele Mitarbeiter gar nicht so tragisch, haben sie ein bisschen Freizeit und ist jetzt nicht was die Masse in eine Existenzbedrohung stürzt, aber Einzelne trifft es halt dann doch. Und da war ich dann sehr, sehr frustriert einfach in der Zeit und man muss dann immer sehr, sehr schnell reagieren. Also am Freitag, wo die Meldung rausgekommen ist, vor 2 Wochen, habe ich sofort dann alle Mitarbeiter angerufen, andere Unternehmer angerufen, habe gefragt, was sie machen und ja, eigentlich muss ich zugeben, habe ich an dem Tag sogar ein bisschen einen Kater gehabt und dann steht man in der Früh auf, das Erste, was man liest, ist jetzt Lockdown und dann, ja, da ist das Kopfweh relativ schnell weg, weil da muss man einfach dann eine Lösung finden. Ja, dann hatten wir Montag, Dienstag dann die Gespräche mit den Mitarbeitern. Wir haben tatsächlich Kündigungen machen müssen jetzt diesmal, weil es einfach nicht mehr gegangen ist, das Risiko hundertprozentig zu tragen. Und das haben wir, also da muss ich sagen, wir haben montags immer Team-Meeting und da war das erste Mal wirklich eine richtig deprimierte Stimmung. Es waren alle schlecht drauf. Ich bin mit einem aufgeschwemmten Gesicht da reingegangen, weil es mir das ganze Wochenende davor eigentlich sehr schlecht gegangen ist. Ich habe gar nicht gewusst, was ich denken soll, was ich machen soll. Wir haben dann am Montag, Dienstag einfach Lösungen finden müssen, die Kosten auf null zu reduzieren. 2 Wochen davor, muss ich dazu sagen, haben wir nochmal versucht, weil wir es schon gedacht haben, dass es zum Lockdown kommt, haben wir versucht, einen Überbrückungskredit aufzunehmen. Auch da war die erste Rückmeldung von den Banken, nein, geht sich nicht mehr aus, kriegen wir nicht mehr. Und das war eigentlich immer das, wo ich gesagt habe, kein Kredit plus Lockdown ist eigentlich der Tod für ein Band. Und in diesen Tagen war es halt wirklich so, scheiße, jetzt ist vorbei, jetzt schaffen wir es nicht mehr. Habe mit dem Team geredet, habe gesagt, Leute, bei aller Motivation, jetzt sitze ich zum 4. Mal vor euch. Ich habe keine Kraft mehr jetzt von mir aus zu sagen, hey Leute, wir schaffen das gemeinsam, wir drücken das durch. Ich habe gesagt, ich weiß gerade überhaupt nicht, was ich tun soll. Wir müssen jetzt einfach Kündigungen aussprechen und schauen, dass wir mit jedem Einzelnen einen Deal finden. Oder? Also so war die Situation und das ist echt nicht leicht, auch für mich persönlich und auch für den Alois, mein Partner. Im Unternehmen haben wir ganz viel geredet und wir waren da wirklich sehr zermürbt in der Zeit und sind am Abend heimgekommen und sofort eingeschlafen. Also das macht extrem müde und kaputt und fertig und ausgelaugt sozusagen. Und dann haben wir das alles mehr oder weniger soweit erledigt und dann kommt am Mittwoch oder Donnerstag in derselben Woche kommen auf einmal ein paar Meldungen rein und zwar wir kriegen eine Bestellung vom M-Preis tirolweit, wir kommen eventuell, das ist gerade noch in Verhandlung, in Billa tirolweit rein, wir sind ja schon im Billa Plus, aber es schaut gut aus, dass wir Billa tirolweit auch reinkommen und gleichzeitig haben wir ein paar große Kunden zugesagt und dann ruft man die Bank an und sagt, das mit dem Kredit funktioniert doch. So, jetzt haben sich innerhalb von einer Woche eigentlich von der Erkenntnis, wir sind jetzt pleite, wir schaffen es nicht mehr, bis cool, wir erobern die Welt und wir zerreißen wieder alles und wir starten voll durch, war innerhalb von Tagen oder Stunden eigentlich. Und also diese Zeit, die werde ich nie vergessen wahrscheinlich, das war eine der einprägendsten Zeiten. Und ich bin da wirklich in dieser Zeit aufgestanden in der Früh und habe eigentlich gar keine Lust mehr gehabt. Ja, ich bin das erste Mal in den 4 Jahren, seit ich gegründet habe, beziehungsweise mit der ganzen Vorbereitung ist es schon 6 Jahre her, dass ich mich mit dem Thema auseinandersetze. Und das erste Mal, ich bin aufgestanden und habe gesagt, ich habe keine Lust mehr, ich will gar nicht in die Arbeit gehen. Und das hat dann noch 2 Wochen angedauert, obwohl wir die ganzen positiven Meldungen dann gekriegt haben und wir gewusst haben, so, jetzt schaffen wir es, wir starten jetzt voll durch. War das noch 2 Wochen lang, hat das Nachwehen gehabt und bin aufgestanden in der Früh und ich habe wirklich immer noch keine Lust gehabt. Und da muss ich sagen, da war der Alois eben der Partner, Mitgründer sozusagen und das Team auch ist extrem hinter mir gestanden. Obwohl ich jetzt das erste Mal wirklich ein bisschen Schwäche gezeigt habe, sind die trotzdem stark geblieben und einfach hinter uns gestanden. Und das hat uns wieder voll aufgebaut und mich persönlich auch, muss ich sagen. Und jetzt bin ich wieder top motiviert und jetzt passt eigentlich so wieder alles. Schon wieder alles. Was mir fällen da jetzt mehrere Punkte ein. Zum einen ist es unglaublich interessant, wie groß eigentlich die Schwankungsbreite im Unternehmertum ist, weil
ansonsten ist das irgendwie so eine kleine Welle im Leben, ja, was ganze Zeit so dahin vegetiert, so mehr oder weniger, aber beim Unternehmertum ist ja die Schwankungsbreite einfach immens hoch, also große Wellen und große Niederschläge und irgendwo dazwischen pendelt man sich dann ein und das ist ja unglaublich spannend. Aber zum anderen, was ich mir jetzt gestellt habe, ist es nicht gut, irgendwie mal Schwächen zuzulassen? Also einfach mal so demaskieren und einfach mal zugeben, hey, ich weiß jetzt eigentlich auch nicht weiter, weil im Endeffekt jeder hat unterm Strich eine zweite Chance verdient und ich glaube, dass das ja sehr, sehr viel Menschlichkeit beweist und einfach sehr unglaublich authentisch ist, oder wenn man mal zulässt, einfach Schwächen zuzugeben, oder? Mhm. Also nicht das zweite Chance, sondern vierte Chance in dem Fall, ja. Was uns das Team gibt. Ja, tatsächlich. Also ich bin voller Meinung, man muss es so authentisch wie möglich zeigen und machen. Es macht keinen Sinn, einfach drüber zu stehen und sagen, es ist alles super, wenn du wirklich nicht mehr weißt, was Sache ist. Es war tatsächlich so, dass ich bisher immer irgendwo, auch wenn es mal schwierig war, immer im Hinterkopf gewusst habe, was der Weg ist und immer schon Lösungen parat gehabt habe. Das war tatsächlich das erste Mal, wo ich keine Lösung parat gehabt habe. Und deswegen habe ich es auch gezeigt. Das war genau das, haben wir uns kurz davor nochmal vor dem Teammeeting überlegt. So, wie tun wir denn jetzt? Sollen wir jetzt da voll motiviert reinstarten? Oder sollen wir jetzt wirklich einfach mal ganz ehrlich die Stimmung so rüberbringen, wie es wirklich ist? Und da haben wir uns eben entschieden, dass wir es jetzt einfach ganz ehrlich so rüberbringen, wie es eigentlich ist. Damit auch die Mitarbeiter die Tragweite von dem ganzen Lockdown und dem ganzen Thema auch spüren. Und ja, das war definitiv die richtige Entscheidung. Wir kriegen immer sehr gute Rückmeldungen von unserem Team, die uns auch sehr stark bewerten und Feedback geben. Und challengen. Ja. Und die haben dann sofort, die Rückmeldungen waren dann sofort, so quasi, wir müssen stark bleiben, wir müssen schauen, dass wir das Team motiviert halten. Das war jetzt eher negativ, haben sie gesagt. Und wir haben dann innerlich ein bisschen grinsen müssen fast, weil wir das ja ganz bewusst auch gemacht haben, dass wir sagen, wir machen das jetzt ganz ehrlich so. Und in die Einzelgespräche versuchen wir dann wieder Motivation reinzubringen, weil wenn alle, das ganze Team hinter uns steht und wenn alle sagen, hey, passt, wir bringen das durch, trotz Kündigungen und so weiter und sie stehen dann auch wieder zu uns. Allein das hat uns schon aufgebaut und somit haben wir das Team wieder aufgebaut. Und wie du sagst, also es sollte eigentlich so ehrlich und transparent wie möglich einfach auch rübergebracht werden im Team. Ist meine Meinung. Abgesehen von dem Rückschlag, hast du dir eigentlich jemals die Frage gestellt, boah, vielleicht bin ich gar nicht für das Unternehmertum gemacht, dass du gesagt hast, also dass du selbst deine unternehmerischen Fähigkeiten in Frage gestellt hast? Also hat es das einmal gegeben? Weil ich glaube, das ist auch nochmal so ein Unterschied, dass man sagt, boah, dem Unternehmen geht es wahnsinnig schlecht, oder dass man an sich selbst zweifeln anfängt. Weil das sind ja zwei unterschiedliche Dinge, weil man kann irgendwie eine Firma gegen die Wand fahren und trotzdem überzeugt von sich sein, oder man kann eine gute Firma sein, haben, und nicht von sich überzeugt sein und dann die Firma gegen die Wand fahren. Also da gibt's ja, aber hat's einmal so den Moment gegeben, wo du selbst an dir, an den unternehmerischen Fähigkeiten und an deinem unternehmerischen Talent gezweifelt hast? Da muss ich sagen, vielleicht ist es ein bisschen erhöhtes Selbstbewusstsein oder leichte Arroganz vielleicht spielt sogar mit die gehört in dem Thema. Die gehört dazu, ja. Ja, muss sein, weil sonst macht man sowas Verrücktes nicht. Mir dann mal zur verrückten Aktion mit dem Floß kommen wir ja noch. Da kommen wir noch, ja, genau. Mir hat jetzt ein Kollege anderer Gründer in Wattens gesagt, weil er halt die ganze Situation alles mitkriegt und er sagt dann zu mir so, du bist verrückt. Du fliegst mit dem Flugzeug rauf, springst runter und dann überlegst du, ob einen Fallschirm dabei hast oder nicht. Oder ob du einen Fallschirm in der Luft bastelst. Also einfach einmal machen und Vollgas und beschreibt dann überlegen, wie man Lösung findet. Das beschreibt uns eigentlich tatsächlich ganz gut. was war die Frage? Entschuldigung. Ob du jemals an deinen eigenen unternehmerischen Fähigkeiten gezweifelt hast? Ich muss sagen, ich bin, glaube ich, sehr, sehr reflektiert und überlege und rede auch viel mit anderen Personen über Dinge, die wir machen und hinterfragt das, glaube ich, ganz stark, ob alles, was wir machen, auch richtig ist oder nicht. Und selten so, dass ich Entscheidungen triff und die einfach so bestehen lasse, sondern ich muss ja wirklich sagen, also ich denke da wirklich lang drüber nach, ob das jetzt das Richtige war oder nicht. Und im Endeffekt muss ich ja sagen, ich habe die meisten Entscheidungen, die ich getroffen habe, es waren nicht alle richtig, aber die meisten haben einen Grund gehabt, warum sie so getroffen worden sind, und der Grund war auch in der Situation berechtigt.
wie du sagst, jetzt im Nachhinein weiß man es immer besser. Im Nachhinein hätte ich gewisse Entscheidungen vielleicht anders getroffen, aber in der Situation war es die richtige Entscheidung. Und ja, ich muss sagen, wenn man sehr reflektiert ist, dann ist es jetzt selten so, dass man sagt, okay, na, selber hat man jetzt da, oder man zweifelt an seinen eigenen Fähigkeiten. Ich glaube, meine Hauptfähigkeit ist, nicht das Unternehmen, Unternehmertum an sich oder Unternehmen führen zu können, sondern meine Fähigkeit ist, viel mit Leuten zu reden, sehr offen für neue Sachen zu sein, um dann zu reflektieren, ob das, was ich mache, richtig ist oder nicht. Und ich glaube, nur so kann man sich verbessern. Von Haus aus ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Also das würde ich auch nie behaupten. Also das, was ich kann, habe ich mir beigebracht und das bringe ich mir permanent bei. Und das ist nie abgeschlossen. Sozusagen. Das ist definitiv nicht abgeschlossen, ja, genau. Das heißt, jetzt zweifeln an den eigenen Fähigkeiten und was natürlich auch ist, ich kann immer sagen, es ist die Corona-Pandemie und das ist, ich habe schon so lange überlegt, so haben wir wirklich, also ist es wirklich so schwer gerade, das Unternehmen aufzubauen und haben wir wirklich ein Problem, liegt es an uns, liegt es an der an der Führung sozusagen und ich komme jedes Mal wieder drauf, na, es läuft eigentlich alles perfekt. Bis auf die Pandemie. Wenn die nicht wäre, dann wären wir jetzt einfach schon doppelt so groß. Und man sagt, man darf nicht Ausreden finden, man muss die Situation so nehmen, wie sie kommt. Aber in dem Fall ist es wirklich so ein extrem äußerlicher Einfluss auf das Ganze, wo einfach keiner was dafür kann. Und ja, deswegen bin ich da immer relativ beruhigt und kann jetzt relativ gut auf die Corona-Pandemie eigentlich abwenden, sozusagen. Alles, was jetzt irgendwie schwer und ja, eine Challenge ist. Wobei man ja nie weiß, ob es dann tatsächlich besser gelaufen wäre. Also das ist ja, das habe ich mir immer so gefragt, okay, wäre mein Leben jetzt irgendwie besser ohne Pandemie? Natürlich, Pandemie ist total schlecht und dass jede Menge Einschränkungen gibt und dass es einfach Krankheitsfälle und Todesfälle gibt, ist alles schlecht. Aber so grundsätzlich weiß ich ja nicht, ob mein Leben jetzt grundsätzlich besser gelaufen wäre ohne Pandemie. Also das kann ich nicht behaupten irgendwie. Und ohne Pandemie würde es wahrscheinlich, würden wir jetzt nicht da sitzen mit dem Podcast, weil der ist auch irgendwie erst durch die Pandemie so richtig eigentlich ins Rollen gekommen. Und das finde ich halt dann schon faszinierend, weil im Endeffekt den Umständen ist immer egal, wie du die fühlst. Weil die Umstände, die kennen die nicht. Das sind keine Personen oder sowas. Denen ist es egal, wie sich jetzt der Florian in Wattens fühlt. Deswegen sollte man zumindest versuchen, sich gut zu fühlen, oder? Also, weil wenn es den Umständen egal ist, dann ist es irgendwie, ja, erleichternd, wenn man halt irgendwie weiß, okay, denn die Umstände gibt's sozusagen ja gar nicht. Also, Das ist halt, und das kann einfach, jeder Hindernis kann ja eine Riesenchance sein. Und wenn man es halt sehr objektiv betrachtet, ich nehme da immer dieses Beispiel mit Thomas Edison, der hat diese Scheune gehabt mit all seinen Ideen, und dann hat diese Scheune brennen angefangen, wo all seine Ideen drinnen waren, auf Papierform. Und er hat halt einfach die Familie zusammengeholt und hat gesagt, schaut euch dieses Feuer an, so ein schönes Feuer wird es nie mehr wiedergeben, weil er einfach gewusst hat, er kann da einfach nichts ändern. Und wenn man halt ab und zu diese Objektivität wieder einnimmt, weil so ist es halt mir am Anfang von der Pandemie gegangen, ich habe mir gedacht, ich kann irgendetwas bewirken und einfach dagegen ankämpfen. Aber ich glaube, dass einfach das Wichtige ist, nein, nicht dagegen ankämpfen, sondern einfach die richtigen Aktionen setzen, damit man einfach in diesem Gefüge drin ist. Also das ist halt mir so aufgefallen, nicht gegen die Wand laufen, sondern einfach der Wand entlang laufen, oder? Mhm. Na, definitiv. Also ohne diese Einstellung, ich habe es vielleicht noch nie so in Worte gefasst wie du jetzt. Das war jetzt sehr schön erläutert. Aber ohne diese Einstellung, wenn man nicht im Grunde so eine Einstellung hat, kann man kein Unternehmen gründen. Nee. Natürlich gibt es äußere Einflüsse, die jetzt schwierig sein, aber genau das haltet uns auch am Leben. Und genau deswegen sind wir ja im Grunde, bis auf vor zwei Wochen, aber im Grunde sehr, sehr positiv eingestellt. Weil genau, wir haben es bis jetzt immer sehr, sehr positiv gesehen, weil wir gesagt haben, wir haben jetzt die Möglichkeit gehabt, an der Basis zu arbeiten, uns im Grunde weiterzuentwickeln. Vielleicht hätten wir ja sonst einfach nur normal den Kaffee verkauft, den wir davor verkauft haben, ohne jetzt da im Bereich der Nachhaltigkeit, der Transparenz und so weiter viel zu machen. Das heißt, wir wären wahrscheinlich jetzt rein von der Marke her gar nicht so weit. Wer weiß, wie sich das dann in Umsätzen ausgewirkt hat. Wahrscheinlich kurzfristig besser, aber langfristig vielleicht sogar nicht schlechter. Also das Wachstum, was wir danach haben, könnte sogar stärker sein wie ohne Corona. Wie man immer das auch sieht, ich versuche da auch ein bisschen zu meditieren, ein bisschen Zen-Meditation zu machen. Und diese Ansätze gehen ja genau in diese Richtung. Es ist eigentlich, die Emotionen entstehen eigentlich nur in deinem Kopf. Und wie du die fühlst, das kannst du eigentlich selber entscheiden. Und
eben wie du sagst, den Umständen ist das scheißegal. Du musst einfach das Beste draus machen aus der Situation. Definitiv. Wenn wir das nicht so gemacht hätten, waren wir ja schon lange weg. Aber natürlich ist es dann wieder schwer, wenn du natürlich in gewisse Situationen weißt, es hätte geändert werden können. Im Nachhinein kann man es nicht mehr ändern, aber es hätte anders sein können. Und es ist natürlich auch menschlich, dass man da einfach sagt, ein bisschen so, scheiße, warum? Ja. Also, ja. Ja, das stimmt definitiv. Aber was du hast es ja vorhin auch schon angesprochen mit Embras und Billa. Also es haben sich ja jetzt jede Menge Möglichkeiten in diesem Zeitraum ergeben. Aber ihr schaut sehr, sehr auf Exklusivität, auf Premium-Produkte, auf Nachhaltigkeit, auf Transparenz. Passt du jetzt zum Beispiel Billa und Embras zu eurer Marke? Und vor allem, das ist eine super Möglichkeit, aber ein richtig großes Risiko, oder? Und da ist halt die Frage, okay, sind Möglichkeiten und Risiken, ist das irgendwie waagrecht oder überwiegen sogar vielleicht die Risiken? Weil wie ist das jetzt, wenn man ganz Embras beliefert und irgendwie banales, also irgendwie schlecht dargestellt jetzt, aber der Café verkauft sich nicht irgendwie und dann gibt's eigentlich keine Folgebestellung mehr und dann hat man ja richtig viel Zeit und Zeit in das investiert und man hat das alles vorbereiten müssen und so weiter und dann floppt es vielleicht sogar, von dem gehen wir jetzt nicht aus. Aber das ist ja ein Riesenrisiko, oder? Mhm. Ja, also wenn wir über Risiko reden, dann ich glaube, da brauchen wir zwar gar nicht reden, weil Risiko ist für mich sowas, dass wenn ich aufs Risiko geschaut hätte, dann wären wir auch nicht da, wo wir jetzt sind. Ja. Ich nehme ein enormes persönliches Risiko gerade auf. Ich sage immer scheiß auf Risiko. Besser man macht was, als man macht was nicht. Das ist so die Grundeinstellung. Immer überlegen, ob das jetzt gut ist oder nicht. Überlegen schon, aber immer deswegen Sachen nicht zu machen, weil es ein Risiko ist, ist einfach genau gegen unsere Einstellung. Das ist nicht anbahnt. Anbahnt ist Vollgas. Jetzt zum Embras und Billa. Natürlich, wir stehen jetzt in wahrscheinlich bald in 300 Filialen in ganz Tirol. Wir haben uns das lange überlegt, ist das die richtige Strategie, wollen wir da rein? Und wir haben dann gemeinsam eigentlich beschlossen, da muss man vielleicht ein bisschen unsere Grundphilosophie, unsere Grundeinstellung kennen, was wir eigentlich bewirken wollen, warum es Anbahnt eigentlich gibt. Und die Grundidee ist, dass wir den Menschen bewusster machen wollen, dass Kaffee ein hochwertiges Nahrungsmittel ist, dass Kaffee angebaut wird, zwar nicht bei uns, aber weit, weit weg, aber es wird von Menschenhand angebaut. Und es ist eine Frucht, die kommt dann zu uns und der Weg sozusagen von der Farm bis in die Tasse ist einfach extrem langer, aufwendiger Weg. Und ich finde, dass Kaffee bei uns einfach so ein bisschen den Ruf hat, der wird einfach nicht geschätzt. Die Leute trinken den, es gibt ihn immer, man kann ihn immer im Supermarkt kaufen, die Leute wissen oft gar nicht, was da dahinter steckt, dass das wirklich eine Pflanze ist, der Kaffee. Und das wollen wir ändern. Wir wollen den Leuten bewusster machen, dass Kaffee ein hochwertiges Genussmittel ist. So wie eigentlich Wein. Bei Wein ist das eigentlich mittlerweile schon, hat sich die Entwicklung schon sehr gut entwickelt. Seit 30, 40 Jahren ist der Wein eigentlich wirklich ein Genussmittel, das geschätzt wird und deswegen auch, wie viele Weinkenner haben wir in Österreich? Wahrscheinlich so viele wie Fußballtrainer. Und bei Kaffee kann man genauso behandeln. Es ist extremst vielseitig, hat extrem viele Aromen. Es ist extrem wichtig, wo der Kaffee herkommt, wie er wächst, wo er wächst und so weiter und so fort. Und das ist das Bewusstsein, was wir schaffen wollen. Und dann haben wir uns weiter überlegt, wenn wir Bewusstsein schaffen wollen in der Gesellschaft, dann schaffen wir das nicht, wenn wir der kleine exklusive Kaffeeröster sind, der in Watten so ein bisschen röstet im alten Swarovski-Werk. Sondern dann schaffen wir das nur, wenn wir eine gewisse Größe haben. Und unsere Einstellung ist, bewirken und auch positive Sachen kann man in der Welt nur bewirken, wenn man einfach gewisse Größe schafft und eine gewisse die Kommunikation einfach verbreiten kann, sozusagen, und die Botschaft verbreiten kann. Und wir haben uns dann überlegt, aber wenn wir jetzt in 300 Läden in Tirol stehen mit unserem Produkt, das Produkt ist ja doch das, was im Endeffekt, wenn man sich das genau anschaut, steht schon sehr, sehr viel Information drauf, ist sehr, sehr transparent. Das sollte die Leute schon ein bisschen auf ein Level heben, so als ersten Schritt. Das heißt, allein wenn das Produkt in den Supermärkten steht, vielleicht haben wir noch die Möglichkeit, Aufsteller zu platzieren und uns ein bisschen zu bewerben. Nur so schaffen wir es, an einen Einfluss bzw. einen Input zu machen auf die Gesellschaft. Und deswegen haben wir gesagt, wir sind nicht niederpreisig, wir sind extrem hochpreisig, trotz allem. Das heißt, das Produkt hat seinen Wert. Es ist auch, die Qualität ist wirklich
bei Weitem das Beste, was es im Supermarkt wahrscheinlich gibt. Wir sind auch beim doppelten Preis von den Standardprodukten circa und wir halten aber, ganz wichtig ist, wir halten unbedingt das Level, was Nachhaltigkeit und Transparenz angeht. Das heißt, alle Kaffees sind zurückverfolgbar bis zu den Farmen. Wir kennen die Farmer zum Teil persönlich, wir wissen genau, wo der Kaffee herkommt und nur so schützen wir eigentlich die Farmen davor, dass Kinderarbeit, Chemie eingesetzt wird, was auch immer. Nur wenn die Prozesskette transparent ist, glauben wir auch, dass gewisse Nachhaltigkeit und der soziale Hintergedanke auch erfüllt ist. Und sobald es intransparent ist, haben wir da keine Chance, das zu kontrollieren. Und das ist leider auch bei gewissen Siegeln oder eigentlich bei fast allen Produkten im Supermarkt, es ist nicht nachvollziehbar, wo der Kaffee herkommt. Und das hat mir eigentlich, das war das Erste, was mich gestört hat, wo ich das Unternehmen gegründet habe. Du gehst in den Supermarkt, du kaufst einfach einen Kaffee. Du weißt nicht, wo kommt der Kaffee her, was ist drin, wo wird es geröstet. Du hast eigentlich überhaupt keine Ahnung über das Produkt. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Die Leute wollen wissen, was drin ist und wo es herkommt. Und das haben wir jetzt gesagt, haben wir jetzt kein Problem, wenn es im M-Preis steht oder im Billa. Ja, wenn jetzt jemand glaubt, okay, nur weil es im Billa steht, haben wir jetzt eine schlechtere Qualität, dann wird es wahrscheinlich in Einzelfällen passieren. Aber nur so können wir auch die gewisse Masse erreichen. Das heißt, das ist natürlich ein gewisser Kompromiss aus, inwieweit erreichen wir die Masse und jeder kennt uns, weil wir in jedem Supermarktregal stehen. Und inwieweit glauben die Leute, der Kaffee ist dann nicht mehr das wert, was er wert ist. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, trotz Größe, trotz Wachstum, den Standard in Sachen Nachhaltigkeit, Transparenz und Produktqualität einfach zu halten. Hat der Kunde sich schon immer diesen Nachhaltigkeitsgedanken gestellt? Oder ist es erst irgendwie so auch durch euch zustande gekommen, dass der Kunde immer mehr wissen möchte, auch im Kaffeebereich, woher kommt denn das Ganze? Oder, also wie ist das entstanden? Oder beziehungsweise ihr habt ja auch direkten Kundenkontakt zu mehr oder weniger. Also ihr habt ja auch einen Online-Shop. Gastronomie auch, ja, oder bei uns. Genau, und da gibt es ja auch Kundenfeedback. Stellt ihr da fest, dass einfach der Kunde immer mehr wissen möchte, weil ihr habt es der Christian Ruhe war ja auch im Podcast und der hat gesagt, er liebt diese Gespräche, wenn der Kunde einfach wissen möchte, was ist jetzt in diesem Roggenbrot alles drinnen. Er liebt die Gespräche, weil er sich denkt, boah, da macht sich jemand Gedanken, finde ich cool. Und wie ist das bei euch? Also kriegt ihr da immer mehr Kundenfeedback, was einfach heißt, wo ihr einfach merkt, die Kunden wollen immer mehr wissen, woher das kommt? Ja, ich meine, das habe ich ja schon getestet damals in der Masterarbeit. Habe ich herausgefunden, dass die Leute eigentlich sehr, sehr interessiert sind am Produkt. Aber das Problem ist eigentlich, die Information fehlt einfach. Hm. Die Leute haben nicht die Möglichkeit, sich einfach und simpel zu informieren. Sie müssten halt recherchieren und googeln selber. Aber es wird ihnen nicht aufs Auge gedrückt. Also ein gewisses Angebot schafft natürlich auch die Nachfrage und umgekehrt. Und wir merken schon von Anfang an eigentlich, und der Trend wird natürlich immer stärker, dass die Herkunft und die Zurückverfolgbarkeit wird einfach immer wichtiger. Das wissen wir schon seit Langem und man merkt natürlich in den Einzelgesprächen, auch wir nehmen uns auch extrem viel Zeit, wenn wir Events haben, Veranstaltungen mit dem Coffee-Bike, wir haben da mehrere Cafés zur Auswahl, wenn wir in der Rösterei oder in unserem neuen Kaffeehaus in Hall, wir nehmen uns da wirklich viel Zeit für Leute, die was wissen wollen, weil wir das auch voll schätzen. Wir brauchen genau die Leute, die was wissen wollen, weil nur bei denen haben wir die Möglichkeit auch, ihnen was zu zeigen, ihnen was beizubringen. Und man merkt oft, das ist ganz interessant, also das Thema Transparenz, Offenheit, beziehungsweise wissen zu wollen, welche Produkte sie konsumieren, das ist schon da. Aber beim Kaffee eigentlich weniger. Kaffee wächst weit weg, das ist ein Produkt, mit dem haben viele einfach keinen Berührungspunkt. Beim Wein ist das ja schon ganz was anderes. Jeder hat schon einmal war schon mal beim Weinbauern daheim und hat Wein verkostet. Das ist viel näher bei uns. Jeder kennt Bauernhöfe bei uns. Ich glaube, bei Produkten, die bei uns produziert werden oder wachsen können, ist das alles viel näher und die Leute sind viel bewusster. Und bei Kaffee muss man es den Leuten erst ein bisschen zeigen oder aufzeigen, was da dahinter steckt. Und wir merken ganz oft, dass die Leute zu uns kommen und sagen, bitte einen Kaffee. Und wir sagen dann, ja, was darf es sein? Schokoladig, nussig, fruchtig oder was ganz Klassisches. Wir haben verschiedene Sorten und dann schauen sie mal blöd, so, was will der jetzt von mir? Ich wollte doch einfach nur einen Kaffee. und dann meistens nimmt er das Klassische ganz am Anfang, um sicher zu gehen. Und lustigerweise
es funktioniert eigentlich fast immer, dass die Leute dann wieder zurückkommen und sagen, interessant, jetzt habe ich das Klassische getrunken, der war gut, jetzt will ich aber noch was Spezielles auch noch, was würde ich mir jetzt empfehlen? Und dann geht man halt zum Schokoladigen, dann zum Nussigen und dann zum fruchtigen Kaffee. Und beim fruchtigen Kaffee, wenn er einmal einen richtig guten, fruchtigen Kaffee getrunken hat, der wird merken, dass das, ja, das schmeckt nicht nach Kaffee, also das ist was komplett anderes. Und diese Vielseitigkeit den Leuten zu zeigen und dann auch noch darüber zu reden, wo jetzt der Kaffee herkommt und dass das eine Frucht ist und dass Menschen diese Frucht anbauen, da sind sie dann plötzlich extrem offen. Und man bricht die Leute so ein bisschen auf, indem dass sie auf einmal verstehen, hoppala, Nachhaltigkeit ist mir wichtig, mir ist die Herkunft wichtig, mir ist wichtig, dass das in einem sozialen Rahmen produziert wird. Und Kaffee habe ich bis jetzt um 10 Euro im Supermarkt gekauft. Und jetzt erklärt er mir über fruchtige Kaffees und verschiedenste Sorten, verschiedene Herkunft und die Pharma und. Und auf einmal ist es ihnen bewusst, dass man Kaffee nicht einfach so, dass man Kaffee einfach bewusster wahrnehmen sollte. Und das funktioniert definitiv. Wir müssen es jetzt nur schaffen. Die Challenge ist, das zu schaffen, das Ganze skalierbar zu machen und einfach diese Botschaft einfach nicht nur in persönlichen Gesprächen, sondern auch eben über das Produkt selber, wenn es im Supermarktregal steht, über die Websites und zu vermitteln. Und da verbessern wir uns, glaube ich, auch noch. Also da müssen wir auch noch viel machen. Wie ist das eigentlich mit eurem Kaffeehaus? Also während den Lockdowns bist ja du auf die Idee gekommen, ein Kaffeehaus quasi ins Leben zu rufen in Hall. Erstens, wie kommt man auf die Idee, dass man jetzt sagt, okay, jetzt brauche ich noch ein Kaffeehaus, weil ich habe ja sonst noch nicht genug zu tun. Dann suche ich mir halt nur mal eine Herausforderung, weil was würde ich denn sonst mit meinen Zeit und Nerven tun? Und zweitens, wie wird das angenommen? Also ist das irgendwie, weil es ist ja nicht Anbauen gebrandet. Also es gibt natürlich Anbauen Kaffee, aber heißen tut es ja Floß. Ist das einfach bewusst so gewählt, um den Kaffee noch näher zu bringen? Oder was ist die Strategie dahinter? Oder hast du einfach gedacht, so ein Kaffeehaus, das steht noch auf meiner Bucketlist, let's do it. Ne, da kommt alles zusammen. Also wir haben ja schon ein Kaffeehaus gehabt, im Silberg damals, das Konzept hat es geheißen. Haben wir im ersten Podcast mal gesprochen. Genau, das haben wir zumachen müssen beim ersten Lockdown. Obwohl es ganz gut gelaufen wäre, aber das war uns zu viel Risiko. Da haben wir extrem viel dazugelernt und im Grunde ist es wieder der gleiche Hintergrund. Wir wollen Bewusstsein schaffen. Und wie schaffen wir Bewusstsein, indem wir präsent sind und den Leuten Plattformen bieten, wo man dieses Bewusstsein auch vermitteln kann. Und man tut sich halt am leichtesten, wir beliefern ja die Gastronomie in Tirol, aber man tut sich halt noch viel leichter, wenn man ein eigenes Kaffeehaus mit einem eigenen Kaffeekonzept hat. Und das ist eigentlich unser Hauptgrund, ein Kaffeehäuser zu machen, und das sollte auch sich als Kette entwickeln, wenn es gut läuft. Dann haben wir einfach eine riesen Plattform, wo viele Leute einfach überzeugt werden vom Kaffeekonzept. Nicht nur von der Marke, sondern einfach von der Idee Kaffee. Und da habe ich mal zwei Partner ins Boot geholt. Das ist der Ball von Ball und Ernst. Er selber ist eher Designer, Künstler und aber auch Unternehmer. Und der dritte im Bunde ist der Stefan, ist Gastronom. Und somit haben wir, glaube ich, eine ganz gute Kombination aus Kaffeeröster und Kaffeefreak mit einer Lifestyle-Marke. Dann ein Unternehmer, der aber eigentlich Designer und Architekt ist, und der klassische Gastronom. Und ich glaube, jeder hat seine eigenen Gründe, warum er dieses Kaffeehaus macht und diese Brand Floß Coffee and Bagels. Es gibt übrigens Bagels. Warum er das macht, wir von der Anbauenseite haben ganz klar die Strategie, die Idee Kaffee, die Idee Anbauen einfach zu vermitteln. Und wir haben es deswegen Floß Kaffee genannt, einfach um das Ganze ein bisschen zu trennen. Das eine ist die Kaffeemarke, das eine ist wirklich die Kaffeeproduktion, die Bohne an sich und das Kaffeekonzept, und das andere ist halt das Kaffeehaus mit Bagels und was auch immer, also da gehört halt noch viel mehr dazu als einfach nur Kaffee. Die Philosophie geht aber in die ähnliche Richtung, mit Zurückverfolgbarkeit, Nachhaltigkeit und so weiter. Ist das dann geplant, dass quasi jeder, weil ich sehe da ziemlich viel Synergien eigentlich zum Ruhrz, weil der beliefert ja auch quasi Gastronomie, also eigentlich Hotels. Und das haben sie ja früher, sie waren in Geschäften drin und haben früher eigentlich nur Hotels beliefert, und dann haben sie gesagt, wir wollen mehr Kundenkontakt haben. Und dann haben sie so die erste Filiale eröffnet.
Und sie haben jede Filiale haben sie einzeln gebrandet gehabt. Das heißt, jede Filiale hat quasi anders geheißen, mhm. weil sie nicht wollten, dass irgendwie der Tiroler denkt, ich gehe jetzt zum Großbäcker. Deswegen hat der eine zum Frühstück geheißen beispielsweise oder der Bäcker am Morgen oder keine Ahnung. Und die haben halt unterschiedlich geheißen, weil sie irgendwie nicht wollten, dass irgendwie so rüberkommt, dass ob der Ruhr jetzt so eine Großbäckerei ist. Und irgendwann sind sie draufgekommen, es ist viel besser, irgendwie alle gleich zu branden und alle Filialen heißen jetzt der Bäcker Ruhr jetzt und sehen irgendwie immer gleich aus. Also was ist so euer Konzept? Also ihr habt ja diese Synergie mit dem Kundenkontakt, wir wollen direktes Kundenfeedback, wir wollen unser Konzept den Kunden verkaufen. Aber wie sind so die nächsten Schritte? Heißt das dann immer Floß? Gibt's da auch die Standortwahl? Also ist das immer wichtig, wo auch der Standort ist? Oder ist einfach wichtig, okay, Standort, was gut frequentiert ist? Oder wie geht man jetzt davor? Mhm. Ja, also das wird sich jetzt auch ein bisschen entwickeln. Es ist von uns allen ein bisschen ein Side-Projekt. Da sind wir bei Anbahn, sind wir strategisch sicher noch ein bisschen überlegter und besser aufgestellt als beim Floß, muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben. Die Idee wäre schon jetzt so, wie sich das Floß jetzt entwickelt hat. Zuerst haben wir das nämlich auch gedacht, wir machen einzelne Konzepte auf einzelne Standorte. Mittlerweile sind wir auch eher der Meinung, da das Konzept Floß an sich so stimmig ist und so gut jetzt am Ende auch die ersten Wochen schon funktioniert hat und einfach eine coole Idee ist und cool durchdacht ist, haben wir jetzt überlegt, dass wir schon Floß als Konzept aufziehen. Das Café-Konzept wird immer dasselbe sein, innerhalb von dem Floß. Und das Floß selber wird sich je nach Standort wahrscheinlich leicht ändern müssen. Aber im Großen und Ganzen soll es eigentlich das Floß mit Kaffee und Bagels bleiben. Wir haben zum Beispiel jetzt im Floß die Ananas-Tapete. Das ist so das Markenzeichen vom ersten Floß. Die Frage ist, ob wir beim nächsten Floß dann nicht die Ananas nehmen, sondern die Affentapete oder was auch immer. Flamingos. Ist natürlich, ja, genau. Also was auch immer, Kokosnüsse oder was auch immer. Da werden wir uns noch was einfallen lassen, was dann konkret passt. Aber das wird sich ein bisschen entwickeln. Wir nähern uns dem Ende. Die letzte Frage ist immer dieselbe. Was möchtest du noch sagen? Jetzt haben wir eigentlich schon viel gesagt. Ich bin zufrieden mittlerweile. Momentan läuft es wie die Hölle. Finde cool, wenn sich viele Leute den Podcast anhören und sich Gedanken machen. Mir ist bewusst, oder beziehungsweise mir ist wichtig, dass die Leute einfach offen gegenüber dem Thema ja, Unternehmertum, aber generell auch Kaffee natürlich, offen gegenüberstehen. Mir ist wichtig, dass die Leute in Sachen Nachhaltigkeit einfach wirklich ehrlich hinterfragen, um was es wirklich geht. Es gibt einfach so viel Greenwashing mittlerweile. Ja, ich hoffe einfach, dass wir unsere Botschaft vermitteln können und dass wir da einfach, ja, ich sage mal, Westösterreich, Süddeutschland jetzt in den nächsten Jahren dann richtig gut aufbauen können und unsere Botschaft vermitteln können. Ich hoffe, dass der dritte Podcast nicht erst in 3 Jahren stattfindet, so wie du es am Anfang gesagt hast. Ich glaube, wir werden sicher in 2 Jahren oder vielleicht in einem Jahr sogar wieder zusammensitzen. Dann können wir wieder über die Learnings philosophieren. Wird dann wieder komplett anders wahrscheinlich sein. Ja, ich habe mir jetzt mal sehr viele alte Folgen mal angehört und dann habe ich mir gedacht, ja, also so richtig, also natürlich hat jeder nach bestem Wissen und Gewissen Aussagen getroffen in den Podcasts, aber so richtig bewahrheitet hat sich eigentlich nichts. Also es ist dann doch irgendwie alles anders gekommen und ja, irgendwie so wir läuft planen. Mit Unternehmertum, oder? Also ja, man plant was, man überlegt sich was und es kommt genau anders. Ja, total. Aber das ist ja irgendwie so spannend, oder? Also ich denke mal jeden Tag, also das ist ja das Coole im Moment, so den hat man ja noch unter Kontrolle. So diese Sekunde, was sage ich jetzt? Okay, das habe ich ungefähr unter Kontrolle. Aber ich weiß ja nicht, was morgen passiert. Und deswegen ist ja immer der Moment spannend. Und ist ja eigentlich generell, also morgen kann die Welt schon wieder ganz anders aussehen. Also ich weiß dann ganz genau, wo der erste Lockdown war, wo ich gesagt habe, ja, in der Woche. Also in der Woche ist das vorbei. Also man kann ja nicht irgendwie die Leute irgendwie Monate einsperren und dann wurde ich auch eines Besseren belehrt. Mhm. Was mir aber jetzt auch dazu verholfen hat, irgendwie größer zu denken. Also ich habe immer in meiner Wahrnehmung hat es immer irgendwelche Dinge gegeben, wo ich gesagt habe, es ist nicht möglich. Und da sieht man doch, es ist doch irgendwie möglich. Und so hat sich halt immer meine Wahrnehmung erweitert und das ist zumindest ein Learning, was ich aus der Vergangenheit mitnehmen habe können. Ja, ich freue mich auf jeden Fall dann auf das Update. Wie gesagt, also das soll jetzt keine Schleichwerbung oder sowas sein, aber der Florian hat auch einen Online-Shop. Also ich bin ja begeisterter anbauend Kaffeetrinker, bin ja jeden Tag bei euch mit einem Coffee to go
ja, werde ich da gut versorgt, sagen wir mal so. Und ja, es hat mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank für den spannenden Inhalt. Und danke. Danke an alle, die da draußen zugehört haben. Danke und ja, wir sehen uns und hören uns. Ciao nochmal. Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.